In diesem Video wird das Legen eines periphervenösen Katheters beim Kleintier gezeigt. Folgende Venen sind beim Hund dafür geeignet: Vena cephalica antebrachii, Vena saphena lateralis, Vena saphena medialis. Bei der Katze wird am Hinterbein die Vena saphena medialis bevorzugt, da die Vena saphena lateralis deutlich kleiner ist. Folgende Schritte werden durchgeführt: Vorbereiten des benötigten Materials, Lagerung des Patienten und Scheren des Fells, Stauen und Auffinden der Vene, Reinigung und Desinfektion, Legen des Katheters, Schutzverband anlegen. Folgendes Material wird vorbereitet: Tupfer- und Hautdesinfektionsmittel, periphervenöse Verweilkatheter. Die Wahl der Kathetergröße ist von der Größe des Tieres und dem Füllungszustand der Venen abhängig. Packen Sie den Katheter aus und lockern Sie das Stilett, indem Sie es leicht herausziehen und komplett wieder hineinstecken. Klebestreifen. Bereiten Sie 4 Stück vor und halbieren Sie eines davon längs. Ein eingeschnittener steriler Tupfer. Öffnen Sie die Verpackung. Eine kurze Verlängerung und eine 5 ml Spritze mit 0,9% NaCl zum Spülen. Versehen Sie den Schlauch mit einem blauen Deckel und spülen Sie ihn mit NaCl, das heißt, Sie füllen ihn, bis keine Luft mehr im Schlauch ist. Die Patientenlagerung und das Stauen der Vene sind wichtig für einen reibungslosen Ablauf. Der Tierarzt muss in der Lage sein, die Hilfsperson zu instruieren, wie der Patient gelagert werden soll. Je nach Tier können auch 2 Haltepersonen notwendig sein. Das Legen des Katheters zeigen wir hier an der Vena cephalica antebrachii. Das Tier liegt in der Brustbauchlage. Die Halteperson steht an der kontralateralen Seite des Zielbeins. Mit der einen Hand hält sie den Kopf weg vom Tierarzt, wie hier. Mit der anderen Hand hält sie das Bein oberhalb des Ellbogens. Auf diese Weise besteht die Möglichkeit, die Vene zu stauen. Soll der Katheter am Hinterbein gelegt werden, liegt der Patient in Seitenlage. Für die Vena saphena lateralis liegt das Zielbein oben, für die Vena saphena medialis unten. Die Halteperson hält mit einem Arm Kopf und Vorderbeine des Patienten und mit dem anderen Arm das Zielbein oberhalb des Knies. Sie fixiert das Bein und kann gleichzeitig die Vene stauen, wenn der Hund kleiner ist als hier. Das Scheren des Haarkleides ermöglicht sauberes Arbeiten und verringert katheterassoziierte Infektionen. Ein Areal von ca. 6 bis 8 cm Länge und 3 bis 5 cm Breite wird ausgeschoren. Lange Haare werden weggestreift, damit sie nicht ins Arbeitsfeld fallen. Bitten Sie die Halteperson, die Vene zu stauen. So kann die Vene identifiziert werden. Sie wird palpiert, die Punktionsstelle wird bestimmt. Reinigen Sie nun das Katheterfeld mit verdünnter Chlorhexidinseife. Achten Sie darauf, dass Sie nicht von den Haaren ins geschorene Feld streichen. Sprühen Sie etwas Hautdesinfektionsmittel auf und lassen Sie es für 30 Sekunden einwirken. Falls Sie die Punktionsstelle nochmals berührt haben, ist eine erneute Desinfektion nötig. Desinfizieren Sie zunächst Ihre Hände oder ziehen Sie Untersuchungshandschuhe an. Dann fixieren Sie die Pfote und spannen gleichzeitig die Haut leicht,
um ein Rollen der Vene im subkutanen Gewebe zu verhindern. Den Katheter halten Sie wie gezeigt. Die Vene liegt direkt unter der Haut. Durchstechen Sie die Haut rasch mit steil gestellter Nadel und punktieren Sie die Vene. Bei erfolgreicher Punktion füllt sich die transparente Kammer am Ende der Punktionsnadel mit Blut. In flacherem Winkel führen Sie nun die Kanüle im Gefäß mit Stilett einige Millimeter vor. Dies ist wichtig, weil das Stilett länger ist als der Plastikkatheter. Zieht man das Stilett sofort zurück, wenn Blut kommt, ist man mit dem Katheter noch gar nicht in der Vene. Danach ziehen Sie das Stahlstilett langsam zurück und schieben den Venenkatheter gleichzeitig über die Punktionsnadel vor, bis er komplett versenkt ist. Entfernen Sie dann das Stahlstilett aus der Kanüle und schrauben Sie den weißen Deckel auf. Die Flügel werden nun an die Pfote adaptiert. Legen Sie den eingeschnittenen Tupfer unter die Flügel und über die Einstichstelle. Fixieren Sie den Katheter erst proximal und dann distal mittels Klebeband. Das zweite Klebeband wird dazu eingerissen. Ist der Katheter befestigt, schrauben Sie die gespülte Verlängerung an. Spülen Sie den Katheter anschließend mit dem restlichen NaCl. Kontrollieren Sie nochmals den richtigen Sitz der Kanüle in der Vene, indem Sie darauf achten, ob beim Spülen eine Schwellung proximal der Kanüle entsteht. Schließlich legen Sie einen Schutzverband aus synthetischer Watte und selbstklebender elastischer Binde an und packen den blauen Deckel ein. Manche Katzen haben eine sehr dicke Haut. Mit einem Minischnitt mittels Kanüle lässt sich ein kleines Loch in die Haut machen. Wenn Sie den Katheter nicht vorschieben können oder kein Blut kommt, kann das verschiedene Ursachen haben. Entweder kann eine Venenklappe im Weg sein. Ziehen Sie den Katheter etwas zurück und versuchen Sie, an der Venenklappe vorbeizukommen. Oder die Vene wurde durchstochen und die Spitze des Katheters steckt im Unterhautgewebe. In diesem Fall wird der Katheter leicht zurückgezogen und sachte wieder vorgeschoben. Bei einem sehr schlechten Kreislauf muss man möglicherweise 1 bis 3 Sekunden warten, bis Blut im Konus sichtbar wird.